Ja, und damit begrüße ich euch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Goo in diesem Level, was ich nicht kann. What the? Ja gut, in diesem immer noch für mich komischen Level hier. Wie heißt das denn? Fliegt, meine Kleinen. Erstmal müssen wir uns hier wieder so rüberdrehen am besten, ja? So. Wie mache ich das denn? So. Die fallen ja gar nicht runter. Verdammt. Am besten, ich mache das mit zwei Ballons. Denn mit drei bleibt dieses Teil so gut wie immer oben. Vielleicht war das gerade gar nicht so schlecht, fällt mir ein, dass ich da ein verschissen habe. Ja, ich denke, ich weiß jetzt, wie dieses Level geht. Moment, ich kann doch so machen und dann... Wow. What the... Fuck. Gib mir einen Ballon. Gut. Erstmal will ich hier... heil rüberkommen. Jetzt habe ich's. Nein! Wo fliegt ihr denn hin? Bleibt mal hier unten. So, und jetzt alle herkommen. Hallo? Okay. Die wollen wohl nicht. Jetzt aber. Jetzt. Nein! Das ist, die sind wichtig, Leute. Die brauche ich noch. So. Dann hänge ich da halt. Aber was mache ich denn? So mache ich das. So. Und dann hänge ich jetzt halt mal hier so einen Ballon dran. Und passt doch. So, jetzt ist es für mich natürlich ein bisschen, oder ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt nicht speichern kann. Das wäre genial hier gerade. Oder es wäre auf jeden Fall... What the hell? Wo fliegt ihr hin? Rüber müsst ihr. Wir müssen einmal in die... Nein! In die Mitte müssen wir rein. Ha, ja, in die Mitte. Wir müssen ungefähr hier rüber, das heißt... Gut, wir können uns hier also so eine kleine Markierung draus entnehmen. So, und jetzt müsste ich eigentlich ganz gechillt erstmal runterfliegen dürfen, oder... Hallo? Nein. Wow. Das war skilled und jetzt weiß ich nicht, ob wir... Ich muss es riskieren, ich muss... Ja, und jetzt fällt runter. Und das passt doch. Sehr schön. So muss das. Jetzt glaube ich, kann ich irgendwie die Ballons noch... Ah, OCD. Oh yeah, baby. Ich wusste gar nicht, dass wir so den OCD machen. Ja, continue. Sehr schön. So muss das natürlich sein. Und der Behälter fühlt sich mal wieder. Wie viel Moves habe ich gebraucht? 96. Oh, das sind verdammt viel. Ich wette, andere machen das hier mit irgendwie 30 Moves, aber naja. Gut, als nächstes kommt windiger Tag. Ja, dann bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Hier kommen die Windmühlen. Oha. Das sieht mir nach was Nettem aus und nach was Schwierigem. Gut, hier müssen wir 9 sammeln und hier rüberfliegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Die Windmühlen sollten billige, saubere Energie liefern. Strom für die ganze Welt. Aber sie reichten nicht aus. Und man musste eine andere Energiequelle finden, der Schildermaler. Denkt ihr das, was ich auch denke, Leute? Hä, aber wir müssen doch nicht ohne Witz... Oh Gott, ich stell mir das gerade vor. Wir müssen das nicht echt so machen, oder? Das wäre ja ziemlich bekloppt. Aber... Ich sag jetzt mal nichts, aber nach World of Goo-Style könnte das echt gehen. Hallo, wir fliegen gar nicht. Wie viele Ballons? Was zum? Wir müssen doch nicht ohne Witz alle dranhängen, oder? Hallo? Okay, das ist gerade... Ah, komm her, Ballon. Das ist gerade ziemlich strange. Ah, nee, ich glaube, wir müssen eher... so machen. Ah, das ist ja interessant. Wir müssen jetzt also... Oh, wie geil. World of Goo, ich liebe dich für sowas.
Das ist ja geil. Wir müssen uns jetzt ohne Witz... Oh Gott. Das ist geil, aber das ist auch scheiße. Ich meine, das ist relativ scheiße. Wie soll ich das denn machen? Das kriege ich ja überhaupt nicht auf die Reihe. Nein. Und bei den Windmühlen gehen meine schönen Guss auch noch kaputt. So, ganz langsam nach oben. Und jetzt, na, ja, nein, komm. Verdammt, mein Ballon ist geplatzt, liebe Neuner. Wieso komme ich nicht weiter? Okay, wir müssen es also riskieren, einen Ballon zu nehmen und, ich will nicht. Irgendwie habe ich Angst davor, dass, wenn ich hier jetzt einen Ballon dran hefte, dass das kaputt geht. Obwohl, müssen wir, nein. World of Goo, du bist sowas von fucking krank, wenn wir das müssen. Wir müssen nicht ohne Witz über die... Doch, wir müssen über die Windmühle bauen, ja. Das ist ja scheiße, ist das. Gut, dann geht's am Geier. Soll ich das machen? Okay, das wird kompliziert. Das wird sogar sehr verdammt kompliziert. Und das Schlimmste ist, ich kann ja nur... Ja, geil. Ich kann die praktisch jetzt fallen mal runter... Nein! Du sollst hier so drauf bleiben. Ah, so, sehr schön. Ich kann eigentlich nur so machen jetzt. Und ich glaube, hier kloppen wir mal mehrere hin. Denn das scheint ja wichtig zu sein. What the... Oh Gott! Müssen wir das echt machen? Ja. Leute, wir müssen definitiv... Nein! Definitiv. Gut. Ja. Team hold position, sag ich dazu nur. Hallo? Das Schlimmste ist ja... Gut, dann wäre es auch nicht schwierig, wenn es nicht diese Tränendinger wären. Okay, hier unten ist das Ziel. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Ecke bauen. Das ist... Nein. Die kommen die ganze Zeit dahin. Das... Guckt euch das... Ja, geil. Ich kann es gar nicht mehr schaffen. So viele Goo-Bälle habe ich hier gar nicht mehr, oder? Doch, ich glaube, 9 Stück sind es noch. Aber... Trotzdem... Ja, jetzt ist alles vorbei. Ich möchte aber nochmal gerne... zurück. So. Und das Beste ist, wenn ich mir die Ballons erstmal hier oben so... Ah, okay. So wie ich das wollte, hat das gar nicht geklappt. Ich wollte mir die eigentlich nur da oben rauf tun, aber da habe ich sie dann auch gleich benutzt. So. Noch eine so eine Träne. So ein Sabagoo-Ball. Sabagoo-Ball. Oder Goo-Ball, wie auch immer. So, und jetzt bin ich gespannt, müssen wir... Ja, das haut hin. Das haut auf jeden Fall hin. Und wenn ich jetzt Glück habe und das richtig verstanden habe, dann müssten wir dieses Level... Na! Es ist ja Wind! Was ist hier los? Was? Wieso zum Geier? Flatsch. Alles kaputt. Ja. Was zum Geier? Wie zum... Okay. Ich bin gerade in... Ja, komm. Ist richtig. Wo kann ich denn... So. Mal sowas ähnliches wie... Ja. Bleib. Nein, hier hat nicht einer ge... Das muss halten. Das muss so... reichen. So, und jetzt nehme ich mir erst jetzt so eine komische Träne da. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir irgendwie, glaube ich, gefailt haben. Jedenfalls, ich habe gefailt, merke ich. Nein. Wie soll denn dieses Fu-Level gehen? Ich muss es eh nochmal neu anfangen. Hier kommen die Windmühlen. Ja, das ist natürlich schön. Ich überlege gerade, kann man nicht... Gut, hier unten kann man definitiv nicht lang bauen.
Das heißt, wir müssen wirklich... Okay, ich überlege gerade... Oh, holy shit. Das wird sowas von verdammt nervig, das zu machen. Erstmal muss ich mir hier aus Tränen so einen Weg bauen. Ja, das wird schon passen. So, wenn ich die Luftballons richtig platziere, dann klappt es auch. Denn wir müssen uns hier erstmal so eine... Das wackelt ja schon ziemlich. So eine richtig schöne Kette machen. Nicht wundern, wenn das erstmal so runterfällt. Untersteh dich. World of Goo. Also, hallo, Spiel. Meine Goo-Bälle kloppen da nicht gegen. So, jetzt bräuchte ich wieder so eine, so ein Sabberball. Ich nenne die ja gerne Träne. Nein, du gehst. Ja, ich baue mich gerade selber zu. Oh, verdammt. Wie soll man denn da vorbeikommen? Das ist krass gerade. Das ist gerade strange. Sehr verdammt strange. Ich kann mir ja auch hier so eine Stütze bauen, die was weiß ich nicht alles hält mit den Luftballons. Gleich komme ich eh dagegen, dann ist es vorbei. Hier, ich habe noch einen Luftballon. Mache jetzt so. Und jetzt sind alle Goo-Bälle weg und ich habe nur noch einen einzigen. Ja, klasse. Aber, gut. Ich muss die irgendwie ja noch schlauer verwerten. Ich muss mir überlegen, wenn ich hier... Ja, halte. Sehr schön. Halte das so. Und jetzt muss ich überlegen, wo kann ich als nächstes... Okay, ich glaube... Nein! Oh, verdammt! Ich habe ja noch einen Luftballon. Luftballon? Hallo? So, mit dem mache ich jetzt das hier. Und ich überlege mir, wenn ich den hier wegnehme. Moment, kann ich nicht... Moment, ich kann doch den... Nee, die sind ja jetzt bis hier alle fest verankert. Gut, 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 gut. Wow, 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 wow. Goo-Bälle, haltet das nochmal aus. Ich überlege gerade... Wir müssen ja praktisch mit dem Wind arbeiten, ne? So muss das. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass wenn ich... Ich glaube, hier kann ich sogar einen reinhängen. Ja, geil. Ja, geil. Ganz, ganz toll. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich einfach mal... Ohne Kompromisse. Jetzt kloppe ich mir die ganzen Luftballons hier oben hin. Und ich würde gleich einfach mal sagen, ganz spontan fliegt. Aber dafür muss ich irgendwie muss ich das erstmal zum Einsturz bringen, so in der Art. Alle Ballons, wirklich mal alle hier ran. So. Ein paar Goo-Bälle sollten mir dann schon noch übrig bleiben. Das heißt, ich muss irgendwie... ich überlege gerade... Ist dieses Level nicht eigentlich ganz easy? Wenn ich mit den... Oh, das klappt doch hinten und vorne nicht. Vorne und hinten nicht, was weiß ich, überall. Oh, verdammt. Wie ich gerade... Eiskalt fade. Ja, Leute, damit haben wir alle Goo-Bälle benutzt. Ja, ist das da. Scheiße ist das. Dann will ich jetzt mal was wissen. Was passiert, wenn wir jetzt dieses Ding zum Einsturz bringen? Ja, ist klar, komm. Dieses Level macht mir kein Level jetzt überspringen. Okay, wir dürfen 6 Level überspringen. Ich will das Level eigentlich nicht überspringen, aber weniger Tag. Sonst kommt kein anderes, oder? Moment, Moment, Moment. Hier kommen die Windmühlen. Ich werde jetzt erstmal gucken, wo waren das jetzt? Hier und dann... Nee. Hier ist Level überspringen. Was passiert, wenn wir... Ah, okay, übersprungen. Ja gut, dann seht das als kleine Zwischen... hallo. Ja, kotzt mich wirklich an und ich... Das finde ich ist echt voll scheiß Level. Begrüßungseinheit. Gut, wie soll ich sagen? Ich werde das Level dann vielleicht im später irgendwie im Verlauf oder später nochmal machen im Verlauf des Spiels. Jetzt setze ich erstmal einen kleinen Cut. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei World of Goo beim nächsten Level.
Und ja, bis dahin, tschö, tschö, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.